Jo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lego Star Wars Skywalker Saga. In der letzten Folge fand ja die Stadt um Geonosis statt, beziehungsweise die ist ja immer noch, aber ich meine halt der Hauptkampf in der Arena. Jetzt müssen wir mit Anakin und Obi-Wan gegen Dooku kämpfen. Ja, ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge gesagt habe, aber wir haben tatsächlich, also das ist jetzt die 11., aber die letzte Folge war tatsächlich die 10. Folge meines Lego Star Wars The Skywalker Saga Let's Plays. Ah, alles klar. Sind gefangen. Aber wieso hat jetzt Anakin ein grünes Lichtschwert? Ich habe Episode 2 schon mal gesehen, aber das ist schon einige Jahre her. Über unsere Flucht können wir uns später Gedanken machen. Ja, Meister. Aber hier in der Skywalker Saga haben die das, glaube ich, nicht erklärt. Auf wahrscheinlich hat er das in der Droidenfabrik verloren. Keine Ahnung. Oder als er gefangen genommen wurde. So, hallo. Muss mal gucken. Wir müssen dadurch. Okay. Ich weiß nicht, ob das die letzte Folge von Episode 2 wird in diesem Let's Play. Oder das werden wir noch sehen. Oh, wir werden angegriffen. Achtung. Boah, wenn man auf Viereck drückt bei seinen Angriffen, dann sind die einfach viel stärker. Das hätte ich beim Bosskampf gegen Jango Fett machen können. Machen müssen. Aber wie gesagt, für euch ist wahrscheinlich schon ein bisschen Zeit vergangen, seitdem ich die Also ist quasi der Zeitraum länger, in dem die Folgen erscheinen. So, ich nehme halt mehrere Folgen an einem Tag auf. Deswegen unterscheiden sich die Folgen von meinen Skills nicht so arg. Okay, hier kann man nicht sprinten. Oh. Man kann das Lichtschwert auch nicht einfahren, weil es hier ein dunkler Bereich ist. Cool. So. Willkommen, junger Jedi. Ich hoffe, dein Padawan weiß sich zu benehmen. Ja. Hm.
Wir greifen ihn gemeinsam an. Du näherst dich langsam von links. Ich greife ihn jetzt an! Nein, Anakin, nein! Meine Jedi-Kräfte sind den euren weit überlegen. Also, gebt gut auf. Gemacht, Obi-Wan. Alter, wenn man diese Kombo-Schläge macht, dann ist man tatsächlich deutlich, dann sind die Angriffe, die Schläge deutlich stärker. Okay, der wehrt die Attacken ab. Oh, 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 nicht gut. Warum rennt der jetzt weg? Oh, das sind Todessternpläne. Kämpft selbst gegen uns, Dooku. Oder seid ihr bereits müde? Langsam, Anakin. Er versucht uns aufzustacheln. Lass es nicht zu. Hier unten bewirken wir nichts. Wir müssen ihn wieder auf unsere Ebene bringen. Ich weiß zwar nicht, ob das hier was bringt, aber okay. Ja, Junge. Zum letzten Mal in unsere Angelegenheiten eingemischt. Jetzt hin. Ah. Ah, scheiße. Hä, aber ich hab doch das gedrückt, was Y ist. Warum flieht ihr vor uns, Dooku? Habt ihr Angst? Kenobi, habt ihr ihm keine Kampfstrategie beigebracht? Er lernt nicht so schnell. Ach Mann, du Wichser, Alter. Wir müssen ihn von dort herunterbekommen. Ja, Junge. Genug von euch. Hä? Ich drück doch Dreieck. Was ist denn das? So, warte mal. Meister Kenobi, ihr enttäuscht mich. Mächtig du geworden bist, Dooku. Oh, jetzt kommt Yoda. Die dunkle Seite ich in dir spüre. Jetzt kommt Yoda und macht seine krassen Moves. Ich bin mächtiger geworden als jeder andere Jedi. Sogar mächtiger als ihr. Viel
viel zu lernen du noch hast. Guck mal, wie Yoda jetzt abgeht, Alter. Oh, shit. Meister Yoda, wie können wir ihn erreichen? Unser Verbündeter, die Macht. Anakin hat seine Hand nicht verloren, by the way. So. Okay, diesmal verkacken wir nicht. Der Dreieck ist doch Y, ne? Jawohl, endlich mal. Endlich mal habe ich diesen Angriff geschafft. Oh, warte, warte, jetzt. Oh shit. Okay, dem seine Schläge sind jetzt stärker. Wow. Achtung. Warum liegt eigentlich Obi-Wan die ganze Zeit am Boden? Ah, jetzt hat Anakin seine Hand verloren. Gut gekämpft, du hast, mein alter Padawan. Das ist erst der Anfang. Die Todessternpläne. Ja, alles klar. Alles klar. Warum hat diesen Move eigentlich nie irgendeiner gemacht? In irgendeinem Star Wars Film. Und der lässt einfach ein paar Pläne liegen. Der Solarsegler. So. Alles klar. Willkommen zu Hause, Lord Tyrannus. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe gute Neuigkeiten, mein Lord. Der Krieg hat begonnen. Exzellent. Alles läuft genau nach Plan. Und da ist die heimliche Hochzeit. Auf Naboo. Und C3PO ist jetzt Gold. Und wir haben Episode 2 abgeschlossen. Ja, jetzt sind wir fast mit den Prequels, sonst glaube ich, sind wir fast durch. Jetzt fehlt nur noch Episode 3. Ich will mal. Okay. Ja. Ja. Egal. Scheiß auf die Herausforderung. Wir wollen nur die Story spielen. Wie ich schon tausendmal gesagt habe, wenn ich irgendwelche Herausforderungen machen möchte, dann mache ich einen Bonus. Also wenn wir die ganze Story durch haben. Von allen Episoden. Vielleicht mache ich dann einen Bonus-Let's Play. Okay. Wir haben tatsächlich weniger. Nur 34%. Jetzt können wir Episode 3 zocken. Haben wir tatsächlich... ja, fast eine Trilogie durch. Trotzdem, Leute. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt bei diesem Video.
Ja, was soll ich sagen? Möge die Macht mit euch sein und ciao.